Hi-ho und herzlich willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Ja, ich glaube, ich mache das zu einem Mittwochsvideo. Ja, ihr zieht es jetzt durch. Entschuldigt, dass ich nur eine Hand zur Hand habe, aber mein Hase möchte ein bisschen mit mir spielen. Und ihr wisst ja, wenn König Leo etwas fordert, dann tut Mob Elenchen, was er will. Ja, ich wollte mit euch mal über ein Thema reden. Das ist so ein bisschen was, was mich ja an mir selber stört. Und ich muss auch zugeben, dass ich da diesbezüglich kein gutes Vorbild bin. Aber ich möchte euch da was erzählen, was ich erfahren habe. Also, ich bin ein furchtbarer Nagelschisser. Ich meine, ich habe wirklich so richtig panische Angst vor Spritzen, Nadeln und so weiter. Und also ich bin auch schon mal, ich hatte mal furchtbare Schmerzen, ich weiß gar nicht mehr, um was es ging. Und dann hat der Arzt gemeint, er könnte mir ja eine Schmerzspritze geben. Und ja, ich glaube, ich bin mein ganzes Leben noch nie so schnell gerannt. Oder auch als ich kleiner war, war es so, dass ich mir mal Blut hätte abnehmen lassen sollen. Und ja, also die Staubwolke, die hatte, da wäre Speedy Gonzales beeindruckt gewesen. Also den hätte ich da aber überholt. Sonst bin ich ja nicht schnell, aber wenn es um Nadeln und sowas geht, da hüpfe ich jedem Arzt vom Schragen. Dann während meiner Weisheitszahngeschichte musste ich mir ja dann Blut abnehmen lassen und das hat dann auch funktioniert. Entschuldigung, ich muss mal ganz kurz gucken, ob ich hier noch irgendwo für den Kleinen ein Spielzeug finde, weil der zernagt. Der hat voll das Nagelbedürfnis. Ja, wartet, ich bin noch im Bild. Ich bin noch im Bild. Ihr seht mich noch. Ihr seht mich noch. Ich bin noch im Bild. Ich bin noch im Bild. Ja, jetzt bin ich wieder zurück im Bild. Es zählt. Ich war noch im Bild. Ja, auf jeden Fall war es so, dass ich bei meiner Weisheitszahngeschichte ja ein Blutbild gebraucht habe, weil ich eine Vollnarkose gebraucht habe. Und ja, und dann haben wir mir Blut abnehmen lassen und dann hat meine Mutter zu mir gesagt, dass ich doch, wenn ich das schon mache, auch gleich noch meine Blutgruppe herausfinden lassen sollte. Und dann haben meine Mutter und ich an dem Abend noch den Scherz gemacht, es wäre ja schon irgendwie Mobbing, wenn meine Blutgruppe 0 wäre, egal welchem 0, aber im 0. Weil 0 ist ja Universalspender und Universalempfänger. Und dann haben wir ein paar Wochen gewartet und dann kam raus, bei mir ein Blutbild ist alles in Ordnung, bis auf Eisenmangel, Folsäure und Jod. Aber wir leben in einer jodarmen Gegend, das haben viele hier. Und Eisen kommt halt, weil ich kein Fleisch esse, Folsäure, weiß ich gar nicht, warum ich Folsäuremangel habe, aber egal. Das war damals das Ergebnis, das ist jetzt auch schon ein bisschen her. Das ist schon 4, 5 Jahre her, fällt mir gerade auf. Krass, wie die Zeit vergeht. Ja, auf jeden Fall war das dann so, dass ich dann halt dann auch noch von meinem Arzt ein wunderschönes Kärtchen bekommen habe. Auf dem drauf stand, ich bin auf die Blutgruppe 0 positiv. Und dann hat mein Arzt zu mir so gemeint, das sei doch was Tolles, das wäre doch was Positives. Und wenn ich ein bisschen Eisentabletten nehme, könnte ich doch gut Blut spenden für Leute. Bin vom Schragen gesprungen. Es war so richtig so, ich habe, also man konnte wieder die Staubwolke sehen. Ja, auf jeden Fall ist es so, dass ich mir dann danach mal Gedanken gemacht habe, weil einer unserer Nachbarn, der hat einen Sohn. Nein, wer jetzt gedacht, viele Nachbarn haben Söhne, aber ist so. Und der ist Arzt und zwar ist das nicht nur Arzt, sondern er ist Forscher. Und forscht vor allem irgendwie Blut, Blutplasma und so Zeug. Und der hat dann Folgendes erzählt. Und das ist jetzt vielleicht für Zuschauer, die auch muslimischen Hintergrund haben oder afrikanischen oder indischen oder wie auch immer, eben nicht den typisch europäischen familiären Hintergrund. Vielleicht etwas, was sehr wichtig ist. Es ist so, dass unser Blut aus Blut besteht. Also, ja. Ja, ihr wisst schon halt, weiße Blutkörperchen, die roten Blutkörperchen, das Blutplasma und ich glaube noch irgendwas.
Und der Arzt hat erzählt, es ist oft so, dass die Leute Probleme kriegen beim Blutspenden, weil das Blut von der Blutgruppe, ach ja, und die Blutgruppe halt. Und ich kann jetzt echt nur so Halbinfos, weil ich nur ja, halb zugehört habe. Ihr kennt mich, Elenchen, ich steht nur da und denkt sich, interessant. Interessant. Nee, meine Mama hat es mir erzählt. Die hat mit dem geredet und die hat es mir dann wieder erzählt. Und ich dachte nur so, lustig. Erzähl mehr, Mami. So die typischen Sachen, wenn Mami dir erzählt, dass der Nachbar eigentlich eine total wichtige Info zum Thema Blutplasma hat und du sagst, das ist. Ja, auf jeden Fall hat er erzählt, dass oft so ist, dass Blutspenden gar nicht mal so einfach sind zu finden, weil das Blutplasma und Mama. Ich eiere gerade wie so. Ich mache gerade voll den Humpty Dumpty, weil ich mir nicht mehr 100% sicher bin. Das Blutplasma nach Abteilen sich unterscheidet und nach Okay. Nee, Region. ich wollte nur noch mal wegen, ob es Blutplasma wirklich war. Plasma, ja. Ja, auf jeden Fall kann es sein, dass das Blutplasma nicht mit dem Blut übereinstimmt, das es im Krankenhaus gibt. Also wenn zum Beispiel sei es jetzt nur Leute mit europäischem Hintergrund, also weißen, ja, entschuldigt, dass ich so sage, aber weißen europäischem Hintergrund spenden, dann kann sein, dass es für jemanden mit türkischer Abstammung oder mit afrikanischer Abstammung, chinesischer, indischer, ich versuche jetzt gerade ein bisschen hier die Vielfalt. Naja, obwohl China und Indien könnte vielleicht wieder funktionieren, weil das ist ja relativ der asiatische Raum. Aber es wird auf jeden Fall, ist es so, dass das Blutplasma sich nach dem Kontinent, wo man ist oder von dem man abstammt, her ist. Und es ist einfacher, Blut zu empfangen, das dieselbe Blutplasma hat, wie das du hast. Und da ist natürlich, hat der Arzt hat dann auch in der Zeitung das erzählt, dass doch mehr Muslime spenden sollten. Also nicht der Bekannte, aber ein Kollege von ihm. Oder eben auch mehr Afrikaner und so. Und entschuldigt. Ich muss auch mal kurz aufstehen. Ich habe gerade was Blödes entdeckt. Hey Mami, die 1 zu 5 Chance ist wieder hat wieder zugeschlagen. Das war's. Der C. Okay. Ja. Ja, entschuldigt. Einmal von, also wenn ich mir 5 Mal in die Nägel schneide, passiert es mindestens einmal, dass ich mich dabei nicht verletze. Aber 5 Mal passiert es, dass ich dann mir in der Zeh reinschneide und es dann irgendwann anfängt zu eitern. Und ja, gerade eben ist da so einfach rausgekommen. Eklig, aber so ist es halt. Wenn wir eh schon bei Medizinthemen sind, ziehen wir es durch. Ja, auf jeden Fall ist es so, dass es auf jeden Fall wichtig wäre, dass Leute, die andere kulturelle Hintergründe oder besser gesagt andere regionale Hintergründe, also kulturell ist es ja nicht, das hat ja nichts mit Kultur zu tun. Entschuldigt, das war jetzt gerade von einem, ich habe nur gerade irgendwie, ich weiß gerade gar nicht, wie ich da jetzt gerade drauf gekommen bin, aber auf jeden Fall jemand, der aus einem anderen Kontinent stammt, sollte, wenn er es möchte, auch sollten die Leute mehr Blut spenden, damit, wenn es mal zu Notfällen kommt, wie Unfällen oder so, dass man dann Leuten, die aus demselben Kontinent kommen, mehr helfen kann oder auch besser helfen kann. Ich weiß jetzt nicht, ob das Blutplasma auch was mit Organen zu tun hat, aber ja. Ich bin mir jetzt echt nicht sicher, es tut mir leid, aber ich kann es mir gut vorstellen, weil ich meine, Wohlorgane sind ja nur. Ah, ich weiß nicht, bin mir gar nicht echt nicht sicher. Auf jeden Fall ist es so, dass es am Ende des Tages echt nicht schaden kann, wenn man sich dann einfach auch mal das überlegt. Und wenn jetzt jemand das Video sieht und zum Beispiel sagt, ich habe einen Bekannten, der kommt aus einem anderen Kontinent. Und der ist versucht, der will irgendwie Leuten helfen, dann wäre es nicht schlecht, wenn man diesem jemanden den Tipp gibt, geh doch einfach mal Blut spenden, weil das kann Leben retten. Und ja, bei mir wäre es jetzt natürlich noch doppelt praktisch, weil ich meine, ich komme aus Brasilien, das ist Südamerika. Und dazu bin ich eben auch noch Universalspenderin. Also ich kann spenden an alle Blutgruppen, die positiv sind.
nicht, also an A positiv, B positiv, an 0 kann ich nicht spenden. Leider. Aber wenn ich 0 hätte, dann wär's, könnte ich 0 negativ, könnte ich an alle spenden. Aber ist halt nicht so. Aber es ist auf jeden Fall so, dass ich für meinen Teil, ich bin unglaublich dafür, dass man Blut spendet. Und ich wünschte mir wirklich sehnsüchtig, ich könnte es. Aber wie ich euch schon gesagt habe, ich springe dem Arzt vom Schragen. Und es bringt ja nichts, wenn ich mit einer Nadel in den Arm davon hüpfe. Also, und da ich in Anbetracht dessen, dass ich nicht mehr mein Blut abnehmen, es wirklich gut vertragen habe, mir ist da wirklich ganz anders geworden. Und zwar nicht vom Blut abnehmen, sondern vom Gedanken an die Nadel. Und als ich dann die Nadel beim Arzt in der Klinik in den Arm bekommen habe, ich weiß bis heute nicht, ob ich vom Narkosemittel das Bewusstsein verloren habe oder von der Nadel. Also egal. Auf jeden Fall, ich möchte an dieser Stelle nochmal dafür plädieren, auch wenn ich es nicht machen kann, versucht doch bitte irgendeiner, wenn irgendeiner von euch nur wegen meinem Video jetzt spenden geht, schreibt es mir bitte unten in die Kommentare, dann fühle ich mich ein bisschen besser. Ja, entschuldigt. Ja, ich wünsche euch jetzt noch eine wunderschöne Woche. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wenn ihr das auf jeden Fall tut. Ihr könnt mir auch gerne schreiben, was ihr überhaupt allgemein davon halt denkt. Und ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.retro@outlook.com. Und ich wünsche euch jetzt noch eine wunderschöne Zeit. Ich versuche jetzt nicht von einem Hasen mit einem Stück Pappe abgeschmissen zu werden. Und ja, wir sehen uns gleich wieder bei meinem nächsten Video. Bis dann. Tschüss und tüdülü.